heiße Sebastian Finkbeiner, komme aus dem Hotel Traube Tonbach im Schwarzwald in Bayersbronn. Freue mich, hier zu sein. Und ich bin Thorsten Michel, ich bin Küchenchef im Restaurant Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach und wir freuen uns. Deswegen seid ihr gemeinsam hier. Jawohl. Ja, grundsätzlich gab es jetzt einfach einen ganz groben Wechsel bei euch in der Traube Tonbach. Fangen wir doch einfach damit mal an. So, ihr habt jetzt das Ruder übernommen. Wie fühlt sich's an? Ja, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Schwarzwaldstube und dem Hotel. Im Hotel sind wir ein Familienunternehmen. Uns gibt es seit 1789. Heißt, mein Bruder und ich, wir stellen jetzt die 8. Generation der Familie Finkbeiner, die das Hotel betreiben darf. Liegt vielleicht daran, dass man in Tonbach nichts anderes machen kann. Und ja, die Stärke vom Unternehmen ist eben so eine Familie. Das heißt, so ein Ruder übernehmen, das ist bei uns eigentlich ja, ein fließender Übergang. Ich kann mich an die Zeit erinnern, da war mein Vater mit der Vorgängergeneration gemeinsam am Ruder und so bin ich mit meinen Eltern und meinem Bruder Matthias und wir haben noch zwei Schwestern gemeinsam am Ruder. Und ja, wobei in der Schwarzwaldstube man wirklich sagen kann, dass Thorsten Michel jetzt Küchenchef geworden ist, das Ruder komplett übernommen hat und die drei Michelin-Sterne erkocht. Ja, wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an? Natürlich ist es gut, wenn man für die Arbeit wertgeschätzt wird. Und, aber das lässt uns nicht nachlassen. Dass wir sind weiter konzentriert, gucken nach vorn. Und so ist halt jeder Tag, werden die Karten neu gemischt und gucken nach vorn. Hast du das ganze Team übernommen? Genau, das ganze Team ist geblieben. Mhm. Ja. Wie lange hast du vorher schon dort gearbeitet? 14 Jahre. Mhm. Das heißt, du kennst das Team halt eh, oder? Ja. Es ist komisch, als vorheriger Kollege dann die Chefposition zu übernehmen? Nein, das war ja bei uns ist das ein fließender Prozess gewesen. Wir haben ja darauf hingearbeitet. Man macht das ja nicht, indem man da einfach so sagt, so heute so, morgen so, sondern das ist ja ein Prozess gewesen, den wir da abgearbeitet haben. Das heißt, du wirst vom Team auch als Chef akzeptiert? Ja, absolut. Wie groß ist dein Team in der Küche? Ich habe 11 Köche und 4 Patissiers. Wahnsinn, 4 Patissiers? Das ist schon viel, oder? Ist das normal? In der gibt 2 Desserts im Menü, gell? Und à la carte gibt es 6 und wir haben 9 Service in der Woche. Wir haben also Mittag- und Abendservice. Wir sind, die Arbeitszeiten müssen eingehalten werden. Also man hat schon einen Personalbedarf, ja. Ist es auch in Häusern wie... wie so renommierten Häusern wie bei euch, schwierig, Fachpersonal zu finden? Ha, also das hat sich schon gewandelt. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man eine Warteliste hatte und ich sag jetzt mal, auch kokettiert hat mit den Bewerbungen, die alle so frei Haus reinkamen. Wir haben das große Glück, dass wir sehr gut ausbilden, also einen sehr starken Ausbildungsberuf haben wir. Wir haben momentan 91 Auszubildende, Wahnsinn. In der Traube, in Tonbach, 110, wenn man den kompletten, die komplette Firma anschaut. Und wir schauen sehr stark nach den Auszubildenden, haben also immer wieder Kammerbeste, Bundesbeste, vor 2 Jahren Deutschlandbeste, Landesbeste, also das regelmäßig. Bei Wettkämpfen unterstützen wir hier gerade auf der Intergastra in Stuttgart, stellen wir gerade im Finale vorne beim Wettkampf 50% der Teilnehmer. Und man muss schon viel dafür tun. Man muss sich als Ausbilder und als Arbeitgeber profilieren. Man muss was bieten. Wir müssen einen Return of Investment haben. Und dann kommt man auch an sehr gute, junge, überzeugte Leute. Aber in der Menge ist es natürlich lang nicht mehr das, was man von früher gewohnt ist. Ja, da muss man aber sich drauf einstellen. Wie versucht ihr zu überzeugen? Wie bei allem, wie bei unseren Gästen, so können wir bei unseren Mitarbeitern immer nur durch Leistung überzeugen. Wir können viel versprechen, wir können viel voraussagen, aber im Endeffekt kommt es darauf an, was man bietet. Und wie gesagt, ein junger Mensch, der 3 Jahre in eine Lehre geht, der investiert Zeit, die Freunde vielleicht besser nutzen, die viel mehr Freizeit haben, während er in der Lehre ist. Also der investiert viel von seiner Jugend und da will er was zurückhaben. Und genauso muss man das sehen und das wollen wir dann eben auch bieten.
Hast du grundsätzlich das Gefühl, dass es in den renommierten Häusern nicht so wahrgenommen wird oder dass irgendwie, dass der Fachkräftemangel daran liegt, weil zu wenig geleistet wird dem Personal gegenüber? Also unsere Branche hat da A, ein Imageproblem, was die Lehre angeht, was die Arbeitsplätze angeht. Das ist auch hausgemacht zum Teil. Und jeder, der nicht danach schaut, dass es seinen Mitarbeitern gut geht, hat auf dem Markt wenig Chancen, weil man kann Gäste dann so haben, so viel man will, wenn man keine Mitarbeiter hat, die das Ganze umsetzen, dann kann man keinen Betrieb führen. Und so muss man die Sache sehen. Ja, Punkt. Wie viele Gäste hast du im Restaurant? Im Schnitt 50, 60 am Tag. Außer mittwochs haben wir nur Abendservice. Also das heißt, ihr habt mittags und abends? Wir haben Mittwoch bis Sonntag abends geöffnet und ab Donnerstag bis Sonntag auch mittags. So 50 bis 60 und kommen die dann alle zeitgleich oder sind die Tische doppelt besetzt, dass sie am Abend... Nee, wir haben nur eine Belegung und ja, das Restaurant hat eine Öffnungszeit, die kommt so zwischen 12, 1 bis 14 Uhr einmal offen und das wird auch in der Bandbreite genutzt. Also es ist nicht so, dass die Tür aufgeht und 35 Leute reinlaufen, sondern man hat schon ein bisschen Luft. Wie hast du jetzt den Wechsel der Führung für dich empfunden? Also es ist ja nicht so ganz glimpflich auseinandergegangen mit dem Herrn Wohlfahrt. Wie ist das für dich gewesen? Gut, ich muss sagen, ich habe jetzt natürlich in dem Jahr mehr gelernt, wie es mir eigentlich lieb gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite kann man alles als Lebenserfahrung abhaken und irgendwann stehen wir mal vor der Situation, dass wir dann in 27 oder so, wie keine Ahnung wie viele Jahren das dann sein wird, dass man einfach davon einfach profitiert, dass man das Negative ausblendet und positiv in die Zukunft schaut und halt auch aus sowas Lernen zieht. Ja. Habt ihr noch Kontakt? Ja gut, man läuft sich immer über den Weg und es ist immer respektvoll und wir haben ja auch nie miteinander gestritten, also das muss man wirklich auch dazu sagen und ja, äußern uns auch bei dem Thema eigentlich nicht in der Öffentlichkeit. Das war unsere Maxime von Anfang an. Da haben natürlich viele kein Verständnis für gehabt, die unbedingt wissen wollen, wie das so war und wir würden uns da nie respektlos äußern und so wollen wir es auch beibehalten. Ja, wir schauen in die Zukunft, die sieht sehr gut aus und ich denke mal, ja, packen wir es an, sehen wir es so rum. Du hast erzählt, du arbeitest in dem Familienbetrieb, in dem Hotel. Steigst du jetzt in sehr große Fußstapfen oder ist das für dich machbar? Auch da ist es natürlich, wie gesagt, ein fließender Übergang. Wie vorher gesagt, das sind große Fußstapfen. Und in große Fußstapfen ist mein Vater schon getreten. Und ich meine, es sind viele Mitarbeiter bei uns, die sind deutlich länger da wie ich. Es sind Mitarbeiter, die waren schon da war ich noch nicht mal geboren. Und da ist es natürlich eine Herausforderung. Aber ich meine, auch gerade das macht ein Familienunternehmen aus, dass der Spirit im Haus ein familiärer Umgang ist, den auch unsere Gäste suchen, wenn sie herkommen. Also das Familiäre, das Vertraute und ja, der Umgang, dem miteinander umgeht. Das ist das, was die als Atmosphäre aufnehmen. Und so bin ich auch empfangen worden. Und es sind neue Herausforderungen, die kennt die Generation davor gar nicht, die wir jetzt als Jugend sozusagen, wenn man es noch sagen darf, ja, den wir uns stellen müssen. Und, aber es ist ein Top-Zusammenhalt und ich denke, das Team ist ja da und nur als Team funktioniert es. Und von dem her sehe ich das als schöne Herausforderung und ich habe sehr viel Spaß dabei, weil es wirklich ein tolles Team ist, das wir haben und die Familie eigentlich da gut gerüstet ist. Also ist eine Herausforderung, aber wir sehen das mit Freude. Wie ist so das Zusammensein? Also wie nah wohnst du auch noch mit deiner Familie dann zusammen? Und ja. Frühstückt man dann und dann schiebt dein Vater dir mal eben so einen Tipp rüber, wie man dann halt den Tag angeht? Das ist eine gute Frage, weil das sinnbildlich ist eigentlich wie so ein Familienunternehmen. Also Unternehmen ist immer in der Familie. Ja? Mhm. Und wenn wir uns außerhalb zum Essen treffen, Betrieb ist immer auch mit dabei, auch mit am Tisch. So geht es aber meinen Kindern auch schon, die das miterleben und meine Großeltern, meine Geschwister. Es ist so, dass wir, wenn wir uns die Zeit nehmen und 2 Wochen Urlaub machen, auch das
alle gemeinsam machen. Ehrlich? Ja, also das ist vielleicht sinnbildlich. Und dann ist der Betrieb halt auch mit im Urlaub, so ist es halt. Und wir haben auch ein festes Ritual. Wir essen zusammen Mittag. Und klar, dann ist berufsbedingt, geht man auseinander, abends ist man nicht daheim, das ist so. Aber ich will das mit meinen Kindern machen, so wie das meine Eltern mit uns gemacht haben. Wir essen immer zusammen Mittag und da sind meine Großeltern, also meine Eltern dann auch meist mit dabei. Und ja, das macht ein Familienunternehmen aus. Aber deswegen sind wir als Familie dann auch stark. Ja? Ja? Geht man sich nicht ab und zu mal auf die Nerven? Das ist natürlich, das kann schon sehr viel emotionaler alles abgehandelt werden als woanders, sage ich mal. Wenn Sie auf einer Bank oder so, wird das wahrscheinlich alles ein bisschen noch nüchterner und trockener besprochen. Und bei uns kann es auch schon mal emotionaler werden. Aber deswegen passt auch kein Löschblatt zwischen uns. Ja? Mhm. Ja. Wie ist es mit dir? Hast du auch deine Familie in der Region? Genau, wir sind in Thurnbach-Sesshaft. Mhm. Ja. Auch mit den Großeltern? Nee, meine Eltern haben leider das... Na, was heißt leider? Es ist, jede Situation ist so, wie es ist. Und meine Schwester arbeitet in der Kölner Gegend, mhm, und lebt da mit ihrer Familie. Und meine Eltern sind in Dresden. Und das ist nun mal so. Und, ja, man macht das Beste draus. Aber es hat alles was Gutes und was Schlechtes. Und wie gesagt, wir gucken halt immer... Wir picken uns das Positive raus. Und mhm. Ja. Erfreuen uns daran. Bist du denn oft in Dresden oder in Köln unterwegs? Ne, das beschränkt sich halt auf die Urlaube, aber das ist nun mal so. Kann man. Ja. Du hattest erzählt, du hast 4 Kinder. Was bist du so für ein Daddy? Na, hoffentlich ein guter. Ja, nee, also die. Also da jetzt zu behaupten, ich wäre für die Kinder verantwortlich, das wäre gelogen. Meine Frau macht das ganz gut. Meine Frau konzentriert sich auch voll auf die Kinder, hat vor den Kindern hat sie gearbeitet bei uns und lässt jetzt die Familie im Vordergrund. Und für mich ist das ja eine riesen Erleichterung. Und ich muss ehrlich sagen, ich ziehe mehr Nutzen aus den Kindern, als dass ich das als Arbeit ansehe, weil die natürlich einen Stärke geben, Inhalt geben, Motivation geben, um jeden Morgen aus dem Haus zu gehen. Und ja, was bin ich für ein Vater? Ja. Bin dann dafür zuständig, wenn einer grätig gucken muss, dann komme ich halt ins Spiel. Kannst du so schauen jetzt? Ja, ja. Ach so, grätig gucken. Hm? Ja, was soll denn das hier? Das ist doch gut. Sehr gut. Musst du mit deinen Mitarbeitern auch manchmal so schauen? Ja, gut. Zu behaupten, dass in unserer Branche alles immer nur eitle Wonne, Heiterkeit ist, das wäre auch gelogen. Und man muss natürlich, wichtig ist, dass man ehrlich und fair miteinander umgeht. Und zu einem ehrlichen, fairen Verhältnis gehört auch mal, die Wahrheit zu sagen. Das ist oft fairer, als immer nett zu sein. Und, aber das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Ja. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das zu oft machen muss. Mhm. Hättest du gerne, dass deine Kinder auch in die Branche einsteigen? Na, da muss man mal schauen, wo sich die Branche hinbewegt. Ich meine, das ist sehr dynamisch. Ich würde mich natürlich riesen freuen und versuche natürlich diese Familientradition, oder wir versuchen die Familientradition in der Familie aufrechtzuerhalten. Und wenn es dann soweit ist, die Älteste ist jetzt 8, deswegen will ich die noch nicht verpflichten. Und auch ganz wichtig von uns, mein Bruder und ich, wir sind freiwillig in den Betrieb gekommen. Es war nie der Anruf, wo gesagt wurde, hopp oder top, ihr müsst das machen, sondern wir durften uns frei aussuchen. Und so will ich das auch machen. Ich versuche, das Leben im Hotel positiv darzustellen zu Hause. Also nicht heimkommen und motzen, wie schlimm alles ist, sondern zu zeigen, was schön an dem Beruf ist, was aber so ein Beruf und so eine, ja, Unternehmerfamilie mit sich bringt, auch welche Opfer gegeben werden müssen. Und wenn man dann ein ehrliches Bild abgibt, dann können die auch entscheiden, ob die das machen wollen. Ja? Also die Älteste, die hat sich schon bereit erklärt, die Patisserie und die Schwimmbadabteilung zu übernehmen später. Ich weiß nicht, ob die weiß, dass sie es dann teilen muss. Ja? Ja. Ja. Was, also ihr habt sehr viele Auszubildenden. Was gibst du ihnen mit auf den Weg? Was ist für dich wichtig? Also wir haben in unserer Abteilung, in der Schwarzwaldstube, in der Küche, sind keine Auszubildenden. Mhm. Aber man hat natürlich Kontakt mit den Auszubildenden in der Köllerstube oder im Haupthaus. Und das Wichtigste ist, dass man, auch wenn es mal nicht so läuft, wie man das möchte, oder man hat vielleicht mal hier und da ein paar Schwierigkeiten, dass wir doch eigentlich einen wunderbaren Beruf haben. Wir können uns jeden Tag verwirklichen. Man hat ein gutes, kollegiales Verhältnis zueinander. Und wenn es mal hier und da ein bisschen drückt, einfach aussitzen, nach vorne schauen,
nach Regen kommt auch Sonne. Und das ist halt einfach das Wichtigste, dass man die Liebe, dass die Arbeit, dass der Beruf nicht zur gefühlten Belastung wird, sondern wir machen es ja wirklich gerne. Und das sollte man sich eigentlich bewahren. Mhm. Wie empfindest du die Bewertung durch beispielsweise den Michelin oder den Gourmet? Ist das ausschlaggebend? Braucht das jeder Koch oder ist das wichtig? Ist das nur Marketing oder wie siehst du das? Wie ist das für dich? Natürlich sind die Reiseführer schon für ein Unternehmen wichtig. Ich meine, das ist eine Auszeichnung, das setzt Qualitätsstandards und die Gäste wissen, was sie erwartet, wenn sie kommen. Aber um das jetzt tagtäglich abzuliefern, das ist zum Beispiel wieder keine Belastung für uns. Und wir machen das jeden Tag. Die Ware wird morgens angenommen, dann wird die Ware kontrolliert und das gibt irgendwann mal wird das zur Selbstverständlichkeit und damit verbraucht man viel, viel weniger Energie und man lebt das und dann, also das ist keine Belastung. Wir haben Freude dran und ich sage immer, wenn unsere Gäste zufrieden sind und wir sind zufrieden, ist es eine Win-Win-Situation für jeden und so ist es auch gut. Mhm. Wie arbeitet ihr zwei zusammen? Wie ist so, trefft ihr euch regelmäßig oder ist das eher getrennt? Ja, gut, Seht ihr euch heute zum ersten Mal? Ja, genau. Wir haben uns vorgestellt. Wir arbeiten in einem Betrieb. Natürlich begegnen wir uns tagtäglich, aber der Betrieb ist natürlich auch so strukturiert, dass es sind viele, viele Spezialisten, die unser Sommelier, der Stefan Gast, der David Breuer, ich in der Küche. Und dann, wenn das als Abteilung funktioniert, dann wir werden da nie tagtäglich reglementiert und es ist einfach, wir bringen unsere Leistung, wir bringen uns ein in das Unternehmen, wir gucken, dass wir unsere Arbeit gut abliefern und dann haben wir allen Spielraum, den wir benötigen. Da wird uns der Rücken freigehalten und wir sind natürlich eingebettet in ein Unternehmen. Wenn die Gäste bei uns zufrieden aufstehen, freuen wir uns und dann werden sie von Herrn Stör und seinem Team in Empfang genommen oder sie gehen auf ihr Zimmer, was unsere Hausdamen hergerichtet haben und wo einfach das als Gesamtpaket dann immer positiv und positiver wird für unsere Gäste. Ja, ich meine, das ist im Gegenteil. Also, was soll ich in die Küche gehen und da in die Töpfe gucken? Wir arbeiten jeden Tag zusammen, wir sehen uns jeden Tag zusammen und man trifft sich auch immer auf ein freundliches Wort, man bespricht sich. Aber wir können als Unternehmen eigentlich nur unterstützend wirken. Ja? Wir haben die Talente, wir haben die Freigeiste, wir haben das Potenzial in den Leuten und dann gilt es für uns, die Möglichkeiten zu schaffen, damit sich jemand wie der Michel so entfalten kann in der Schwarzwaldstube und das an den Gast bringen kann, was er kann. Und wenn wir das richtig unterstützen, haben wir alle was davon. Die Gäste sind glücklich. Ja. Er hat eine ordentliche Arbeit abgeliefert. Wir sind als Unternehmen glücklich und genauso müssen wir das sehen. Ja. Dankbar, dass wir uns gegenseitig der haben. Der Betrieb steckt die Rahmenbedingungen ab und dann... Das Einzige, was wir tun können. Ja. Inwieweit ist die Traube Thonbach oder die Schwarzwaldstube abhängig von den drei Sternen? Also wird sie damit... Sie ist ja so lange schon damit... Ich kenne sie nicht ohne, deswegen. Ja. Also Sterne ist... Wenn man jetzt sagen würde, wir können das ohne, dann das wäre gelogen. Natürlich, er hat es vorher gesagt, das ist ein Markenzeichen, das ist ein Versprechen an unsere Gäste, das ist eine Orientierung, was die Gäste erwartet. Und von dem her sind die drei Michelin-Sterne essentiell fürs Unternehmen. Und unsere Gäste freuen sich natürlich. Wenn man selber sagt, das ist mein Lieblingsrestaurant, dann will man auch in der Presse lesen, das stimmt so, du hast den richtigen Geschmack, dein Restaurant ist das Beste. Und allein für diese Bestätigung ist es ganz, ganz wichtig. Ja. Aber dann ist der Druck doch bestimmt immens, oder? Nee. Es ist keine Belastung. Und ob das jetzt der Michelin, der Gourmet, der Gusto, also die ganzen großen Reiseführer sind, es ist wichtig fürs Unternehmen. Es ist wichtig für uns, dass wir positiv bewertet werden. Das ist die Motivation unserer Arbeit, Gäste zufriedenzustellen, dass sie sagen, okay, was da drin steht, das stimmt. Aber im Großen, die Schwarzwaldstube ist eingebettet in die Traube Thonbach. Die Traube Thonbach stellt die Bühne der Schwarzwaldstube zur Verfügung und so ist das miteinander gewachsen. Und dann ein Sinnbild ist, wenn wir sehen, wenn die Tester ins Haus gehen und dann da sind, dann geht kein Ruck durch die Küche und man ist plötzlich furchtbar nervös, sondern man liefert genau das ab, was man jeden Tag abliefert. Es ist ja nicht so, dass er
wenn er weiß, okay, da ist ein Tester im Restaurant, ich gebe nochmal 10% mehr, weil diese 100%, die gibt er ja jeden Tag. Und das ist ja das, was die Schwarzwaldstube ausmacht. Gut, man kann dem Service vielleicht noch den Tipp geben, dass man vielleicht noch ein bisschen aufmerksamer am Tisch ist. Aber das war es dann auch und das sind ja Profis. Und was im Topf drin ist, ist drin. Und deswegen, ja. Sind wir jetzt nicht wie die Kaninchen vor der Schlange und haben Angst, dass ein Tester kommen könnte. Wir freuen uns, wenn sie da waren, wenn die dann glücklich gehen. Natürlich ist es auch eine Erleichterung, wenn der Geht rausgekommen ist, dass man seine Punkte und seine Sterne und seine Bewertungen insgesamt gehalten hat. Und man muss das als Herausforderung sehen. Und, aber als Belastung darf man das nicht sehen. Ich glaube, wenn das zu einer Belastung wird, dann konzentriert man sich nicht mehr auf das Wesentliche und das ist Gäste glücklich machen. Ne? Und da kommt auch nicht mehr die Leistung an vielleicht. Ja. Kennt man, also bis jetzt 14 Jahre schon dabei, kennt man die Tester irgendwann? Also erkennt man sie im Gang? Oder? Nein, es gibt Bekannte. Aber zum Beispiel Michelin ist natürlich, wenn der auf linken Flügel im Restaurant sitzt er drin, dann, aber die anderen Inspektoren, das ist wirklich. Aber wie gesagt, in dem Moment können sie sowieso nichts machen. Der Fisch wird morgens eingekauft, da wird die Ware kontrolliert und ich mache aus einem zweitklassigen Seeteufel keinen erstklassigen Seeteufel. Also muss man einfach die Arbeit, die Leistung für jeden Gast bringen. Und, genau. Und wenn man dann abends zufrieden ist und sich selber nichts vormacht, man muss schon hart mit sich ins Gericht gehen und man muss das abrufen. Aber dann, wie gesagt, dann kann man, wenn man da ehrlich zu sich ist, und dann kann man sich abends die Frage eigentlich selber beantworten. Und also es ist kein Dogma. Wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit. Es belastet uns nicht. Der Kopf ist eigentlich frei davon. Und natürlich, man ist nervös, wenn es zum Jahresende hingeht. Wer das nie ist, der ist wahrscheinlich cool. Aber nein, man muss es einfach. Es muss authentisch sein. Es muss für alle. Wenn die Gäste sind ja, wir haben so ein erfahrenes Publikum. Wenn man dann anfängt, zweigleisig einzukaufen, das würde es ja sofort auffallen. Und das kann man einfach auch nicht machen. Das wäre nicht. Da hat man auch das Prinzip von einem Drei-Sterne-Restaurant nicht umrissen, weil die Leute, die da hinkommen, die kennen sich aus. Sie wissen genau zu unterscheiden. Und die essen ja nicht nur bei uns. Ja. Und wenn man da nicht die volle Leistung abliefert und die volle Hingabe, dann fällt das relativ schnell auf, würde ich sagen. Jetzt haben wir noch bei uns in der Traube und so wie in der Schwarzwaldstube, also fürs Hotel sind es knapp unter 80% der Übernachtungen, die über Stammgäste, also Leute, die dreifach und mehr bei uns waren, generiert werden. Und die wissen natürlich genau einzuschätzen, wo die Leistung ist und gehen da auch ehrlich mit uns um. Und die muss man jedes Mal aufs Neue überzeugen. Ja? Sogar jedes Mal mit einer kleinen Steigerung. Ja, ihr hattet beide schon zu Beginn des Gesprächs, vielleicht um es abzuschließen, gesagt, es soll jetzt vorangehen. Vielleicht eure Ziele zusammengefasst. Du hattest Aufgaben, die man vielleicht vor 30 Jahren noch nicht hatte, angesprochen. Ich gehe davon aus, du gehst in Richtung Marketing, Social Media, so in die Richtung. Oder das, ja, natürlich. Also in allen Bereichen. Im Personalwesen hat sich die Welt auf links gedreht. Im Einkauf hat sich die Welt auf links gedreht. Wenn mein Vater mir erzählt, wie das früher war beim Einkaufen und wie man das jetzt vergleicht, das Marketing, das ist alles das wechselt ständig. Also wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte verstanden, ist das schon wieder obsolet. Ja? Da muss man Spezialisten. Für mich persönlich in der Zukunft wichtig, dass wir ein starkes Team bleiben, dass wir eine Familie, ein Unternehmen für unsere Gäste gemeinsam dastehen. Und wenn die Potenziale, die bei uns sind, alle in eine Richtung ziehen, dann mache ich mir für die Zukunft keine Sorgen. Ja. Vielleicht für dich aus Küchensicht? Ich bin auch eigentlich ein sehr beständiger Mensch und was soll ich jetzt über die Zukunft sagen? Ich sage, ich würde mich freuen, wenn wir in 25 Jahre, 50 Jahre, 3 Sterne Schwarzwaldstube feiern. Und, wann wäre es soweit? 25? In 24 Jahren. Ja. Ja, also. Das wäre so, sage ich mal, das ist, ja, da kann man was schaffen. Man kann was weiterführen. Jede Generation hat ihre Herausforderungen. Früher war das mit dem Einkauf wesentlich schwieriger, wie es heute ist. Heute kriegt man sogar lebendige Langustinen geliefert, ist überhaupt kein Problem. Dafür haben wir andere Probleme, aber jede Generation soll sich den Herausforderungen stellen. Wir stellen uns unseren Herausforderungen und
das Ziel ist, dass wir in 24 Jahren dann 50 Jahre 3 Sterne. Genau. Machen wir einen Faden auf. Ja. Schön. Schön, das ist ein schöner letzter Satz. Vielen lieben Dank für eure Zeit.